Es ist immer Centerparks Wetter. Hallo und schönen guten Abend hier beim Wetter im Ersten. Hail Bob ist da. Hail Bob, so heißt der Komet, den man in diesen Tagen und in diesen Wochen am Himmel sehen kann und sogar mit bloßem Auge. Vorausgesetzt, das Wetter ist gut, aber genau das werden wir Ihnen in den nächsten Wochen immer wieder sagen. Jetzt in diesen Tagen können Sie Hail Bob übrigens abends nach Sonnenuntergang im Nordwesten sehen. So gegen Mitternacht verschwindet er im Norden am Horizont und am Morgen kommt er dann im Nordosten nochmal richtig schön heraus. Übrigens ist er zurzeit morgens vor Sonnenaufgang besser zu sehen als abends. Aber egal, es ist zurzeit draußen sternklar, deshalb haben wir für Sie eine Kamera dorthin gestellt und das können jetzt Live-Bilder von Hail Bob hier vom ARD Wetterstudio aus. In der Mitte, so ein ganz bisschen unten rechts von der Mitte aus gesehen, ist dieser kleine weiße Punkt. Das ist der Komet. Und wir können ihn natürlich noch ein bisschen vergrößern mit ein paar technischen Raffinessen, da kommt er besser ins Blickfeld. Und jetzt sieht man auch ganz schwach, wie er zur rechten Seite hin einen kleinen Schweif hat. Leider ist es ein bisschen dunstig bei uns hier oben auf dem Berg und deshalb sieht man ihn noch nicht so ganz gut. Und auch im Flachland in Deutschland, vor allem in der Nähe von Flüssen und von Seen, gibt es heute Nacht wieder Dunst oder auch Nebel. Deshalb gehen Sie am besten auf einen Berg rauf oder dorthin, wo es etwas trockener ist. Da haben Sie die besseren Chancen, Hail Bob zu sehen. Ganz mies für Hail Bob Gucker sieht es im Nordwesten unseres Landes aus. Denn hier kommt heute massiv was an im Laufe der Nacht. Und heute Mittag lag dieses Etwas schon draußen auf der Nordsee, auf dem westlichen Teil der Nordsee. Ein dickes Seenebelfeld. Wie bei The Fog, Nebel des Grauens. Und das sind Satellitenbilder im 2-Stunden-Rhythmus. Und hier sieht man sehr schön, wie dieser Nebel innerhalb von 2 Stunden immer so 80 bis 100 Kilometer weiter nach Osten, weiter zu uns vorankommt. Und er erreicht in den nächsten Stunden auch Ostfriesland und die ostfriesischen Inseln. Und dann ist dort einfach zappenduster, einfach nur noch Nebel. Morgen Vormittag gibt es dann an der gesamten deutschen Bucht bis hinein nach Schleswig-Holstein und hinein nach Niedersachsen dichten Nebel. Aber ansonsten scheint wie gewohnt die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Am Nachmittag ändert sich an der Sonne im Süden und in der Mitte nichts. Aber an der Nordsee und an der Ostsee, da macht sich dieser Seenebel breit. Und selbst in Richtung Landesinneren löst er sich nur sehr langsam auf. Und hier ist es auch sehr, sehr kalt. Im Nebel direkt gibt es maximal 4 bis 5 Grad, da wo er ein bisschen aufreißen kann. 7 bis 8 Grad. Da, wo die Sonne so richtig scheint, ganz schnell 16 bis sogar 20 Grad am Oberrhein. Der Wind weht nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen, aber er weht ja, wie soll es anders sein, um das Hoch herum. Und das Hoch kommt morgen mit dem Nebel in Richtung Norddeutschland und deshalb kreist der Wind im Uhrzeigersinn um das Hoch herum. Und wie wird es dann? Gibt es am Wochenende den Wintereinbruch? Das ist eine große Frage. So ganz sicher sind wir noch nicht. Morgen Abend kann ich Ihnen wahrscheinlich schon genauer sagen, was passiert. Auf jeden Fall ab Donnerstag wird es langsam schlecht. Jetzt gibt es die Compass of Online-Konferenz von 8 bis 9. Da können wir schon über den Wintereinbruch diskutieren und tschüss.